Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur zweiten Runde. Das hier ist für YouTube. Ne? Falls ihr es auf YouTube seht, das hier ist für euch. Falls ihr es auf Twitch gerade live seht, das ist für YouTube. Ja, Maxim hat die erste Runde verloren. Ich glaube, er ist nicht der größte Fan der Crusader-Reihe. Das ist schwierig. Oder der Stronghold-Reihe. Ich meine, das Aufbauen macht ja wirklich Spaß. Ich glaube, das wäre für mich so das Siedler-Game. Ja? Wie du es vor uns beschrieben hast, mit 6 Leute treffen sich und pimmeln so ein bisschen rum. Ja, aber das meine ich ja. Das meinte ich ja zu Crusader. Ja. Und das ist ja dieses, alle bauen so ihre Burg, jeder baut so seinen eigenen Stil, ist cool und alles, aber alles danach wird schon enger. Wer von euch hat denn Crusader früher selber in seiner Kindheit gezockt, Leute? Weil, Es reden ja viele darüber, also das fand ich viel krasser, dass halt wirklich viele Leute gesagt haben, yo. Okay, es sind schon ziemlich viele hier. Bock drauf. Also der Chat geht schon gut, Pam, hab 1000 Stunden, Alter. Ich glaube wirklich, dass dieser Patch, den muss ich auf jeden Fall mal noch testen. Und ich freue mich halt mega aufs neue Game. Also, es muss halt gut sein. Okay, wir können starten. Okay, let's go. Wir machen diesmal einfach 8 Minuten, oder? Direkt? Achso, ich muss ja erstmal bestätigen. Ja, können wir mal. Okay, ich mache einfach mal hier, boom. Boom. Timer starten. Oh mein Gott, oh, shit. Kaputt. Und wie geht das Spiel nochmal? Ich muss sagen, am Anfang suche ich halt echt am längsten den Kornspeicher. Ja, dann, vor allem, wenn man den nicht baut, ist ja einfach, du verlierst ja das Spiel. So, das Spiel sagt ja... Kornspeicher ist dein Bauhof. Alter. Ja, aber halt auf eine brutal asoziale Art und Weise, aber wenn du ihn nicht baust, ist es einfach... Oh. Was noch schlimmer ist, wenn du den Marktplatz nicht baust, das... Oh! Ja. Ist mir nämlich gerade auch passiert. 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Machen wir mal. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Machen wir mal so. Ich habe das Gefühl, dass das eben ein bisschen wenig war. Ja, diesmal geht das Ganze hier mit ein bisschen mehr Tempo. Ich hab grad einen Huhn angeklickt, Alter. Hier sind Hühner? Ja, hab ich auch kurz irritiert, aber ja. Die Antwort lautet ja. Hier sind Hühner. Hühner reimt sich auf. Weiß ich nicht. Schweinefarm. Wir benötigen Holz. Ich wusste, dass es was Dummes ist, aber ich war mir nicht sicher, wie dumm. Benötigen Holz. Es sind nicht genügend so, wie viel, sag mal, wie viel um das Gebäude zu Holzfälle baust du denn zusammen? Normalerweise 10, jetzt gerade 12. Um das Gebäude zu verwalten. Ja, haut jetzt bei mir, glaube ich, auch irgendwie hin. Pi mal Daumen halt, ne? Ist ja, das ist immer so ein bisschen. Wie viel Stein? 4. 4? Ja. Also, ne? Endzustand 4. Dafür habe ich aber nicht genügend Holz. Was mache ich denn da jetzt? Kannst du kaufen. Wie kaufe ich denn Holz? Naja, ist halt immer die Frage, ob du Tempo haben willst oder Money, ne? Das Spiel stellt ja schon Fragen an den User. An das Gehirn. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das schon Gehirnfragen sind. So. Aber es ist ein geiles Game. Kann man denn so salty sein? Nicht salty, ich meine nur. Das ist jetzt mein Psychospiel. Okay. Solange du nicht in Tränen ausbrichst, ist das alles für mich in Ordnung. Ich meine, ich spiele mit Nico Sola League of Legends regelmäßig. Na? Das ist halt ein richtig gutes Game. Ich bin schon froh, wenn wir wieder ein anderes Spiel spielen und Maxim wieder wie ein normaler Mensch redet. Aber gut, ist lustig so. Ist einfach ein richtig gutes Game. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Ich sehe einfach wegen dieser scheiß Arbeiterscheiße nie, wie viele Leute ich jetzt wirklich noch brauche. Wir übertreiben jetzt einfach. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden. Overtreiben. Euer Gnaden. Nein, ich hasse das. Wenn die Holz gefällt haben, dann haben die auch Bock. Alter, dass Menschen die Wege blocken. Okay, der fährt einfach. Ich habe gerade einen Ochsen, seinen Typen, der mit ihm mitgeht, weggeschnitten und der Ochs denkt sich, I don't fucking care, ich bring das trotzdem nach Hause. Ich bring's nach Hause, Junge, Autopilot. Ist halt richtig gut, ey. Riesenfan von den Typen, also von den Ochsen. Das ist auf jeden Fall King. Wir benötigen Holz. Oh ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen tricky. Ich gönn mir erstmal einen Schluck. So, das habe ich ja eben hier verkackt, ne, weil die Idee... Wie viele Hopfenfelder brauche ich denn für so eine Brauerei? Erzähl mal. Für eine Brauerei brauchst du nur einen. Also ein so ein Hopfending ist schon in der Lage,
zwei Brauereien zu versorgen. Eure Beliebtheit sinkt. Ja, meine Beliebtheit der sinkt, aber das ist leer, Sire. Ist natürlich jetzt gerade halt auch nur etwas unglücklich, Jungs. Alter, ich habe noch nie Fleisch produziert in diesem Spiel, glaube ich. Und so läuft das doch. So, wir haben noch 3,40 als kleines Upgrade, Update an dich. Achso, das geht also an mich. Na gut. Mir, ja. Das nächste Update kann auch an einen der... Ach, fuck. Ziehen wir nach. Müssen wir nochmal... Wer A verkackt, der muss auch B verkacken, sag ich immer. A kackt, kackt doch B. Ach du Arsch, geh doch kein da bitte Bier, weg. Muss ich den jetzt abreißen, weil ich sonst ein Loch unter... Wir benötigen Steine. Der Bergfried ist komplett. Er ist doch viel früher, als du es eben hattest. Ja, du bist halt noch nicht so schlau, Johnny. Es ist dein Improvement. Hm. Der Bergfried. Okay, also der Bergfried ist gar nicht komplett, ne? Du redest einfach nur gerne. Oder du hörst dich gerne reden. Der. Okay, Maxim, wir müssen darüber reden. Das komplett. So, wir machen das jetzt so hier, na, und dann machen wir... Bäcker wartet. Was wartest du denn? Das hier, dann machen wir das hier, dann machen wir... Ach, die laufen ja alle außen rum, ne? Das ist das Problem. Jetzt erkenne ich es, aber die Mühle macht das schon. Ich habe Vertrauen in Müller. Müller ist ein guter Fußballspieler, ich denke, das kann man hier direkt auf das Game übertragen. Ja, ich, ne, diesmal spiele ich mir ein bisschen mehr Tempo, weil wir ja diese 8 Minuten Pause haben. Bis da muss ja alles fertig sein. Deswegen... Es ist jetzt ein bisschen... Der Bergfried, der Bergfried ist bekloppt. Ich bin zur Stelle. Okay, bekloppt also. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Ihr könnt das deine nicht dort Mutter? Platzieren, my Lord. Okay. Bitte, bitte lass mich einfach die Scheiße da hinsetzen. Vielen Dank. Danke, danke. I'm really proud. I'm proud of being so. Proud man. Wir verlieren ein bisschen Gold. Das Volk Gnaden. Liebt euch. Ja, das Volk liebt euch, euer Gnaden. Heavily not sure if this is true. Ah, da fehlt mir noch eins von, ne? Wie sieht's denn aus mit Holz? Und Obstplantage ist doch auch basically eine Mauer, ne? Ja, also in dem Spiel kannst du nicht Häuser bauen wie in Age of Empire und hoffen, dass sie dich retten, ne? Und Neustart. Das ist die Häuser sind einfach überhaupt nicht safe. Die sind halt quasi giga-unsafe. Die sagen halt einfach nur, ah, da ist, oh, da ist er vorbei. Oh. Und außerdem muss ich immer dran denken, alles brennt, ne? Alles, was aus Holz ist, brennt. Und brennen ist halt einfach ultra scheiße. Noch eine Minute. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Eure Beliebtheit steigt. Ja, das wollte ich hören. Ne? Eure Beliebtheit steigt. So, das, was man halt immer machen kann, ist das hier, ne? Es gibt unten diese Krone, Maxim. Oh, okay. Was ist denn für eine Krone? Es gibt eine Krone, unten. Ach, das hier könnte natürlich wieder ein Problem werden. Wo du draufklicken kannst, wo du siehst, wie es gerade steht. Und da siehst du auch, wie viel Gold ich gerade habe. Und dann kannst du quasi absehen, wie es gerade um uns beide... Ja, du bist halt ein armer... Okay, jetzt bist du reich. So, okay. Warum funktioniert das hier nicht? Hab ich mich verbaut? Nee. Brauche ich mehr? Ihr seid der dümmste Herrscher. Vielleicht brauche ich mehr. Ich weiß gerade nicht ganz, wo das Problem liegt hier. Aber wir versuchen einfach mal gegenzusteuern. So, der Timer ist jetzt abgelaufen. Mhm. Tatsächlich vor 10 Sekunden. Mhm. Eure Beliebtheit sinkt. Der Timer ist abgelaufen. Eure Beliebtheit sinkt. So, wir müssen ein bisschen gucken, was geht quasi. Ich war vorher legit besser. Hä? Ich glaube, ich war vorher besser. Das ist gut möglich. Das hier ist quasi immer so die erste Absicherung, die man braucht. Das ist quasi so eine mobile Eingreiftruppe. Die sind aber geistig auch komplett dumm.
Aber ich find's voll krass, zum Beispiel bei Schlacht um Mittelerde ist ja auch so, dass die Community die Patch macht. Dass quasi eine Community so zusammenrückt, weißt du? Das finde ich schon. Also eine Community was macht? So zusammenrückt und das dann selber macht. Also dass die da so viel Zeit reinsetzen. Weil das ist ja alles ehrenamtlich, ne? Die kriegen dafür ja keinen Cent dann. Zum Beispiel kannst du heute noch Fußballmanager von EA 2013 runterladen und irgendeine arme Sau aktualisiert da immer noch die Kader von der Community. Uff. Das ist halt High Investment. High Investment. Ja, ich habe irgendwie alles anders jetzt gemacht als vorhin. Ja, nicht ganz alles, ne? Ja, schon Dinge, die gleich sind. Dieselben dreckigen Sklaven, die meine Häuser abfackeln sollen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Speichern. Okay. Das ist wahre Macht, wenn er da auf einmal rumliegt. Hä? Ich bin der Zweitgrößte, lass mich durch. Lass mich durch? Ja, wir müssen das jetzt hier wieder... Diesmal machen wir das so. Dann machen wir das so. Das Ding ist ja quasi, dass wenn man quasi sein Gold nicht über Steuern macht, sondern fast ausschließlich übers Verkaufen, sieht es halt immer so aus, als hätte man überhaupt kein Geld. Aber wenn man dann sich dann halt einmal reinklickt und dann da ein bisschen auf Shoppingtour oder Verkaufstour geht, dann sieht das halt instant besser aus, ne? Man aber auf jeden Fall nochmal einen mehr. Die habe ich halt irgendwie verloren. Alter! Mit diesen Vorgelagerten ist halt immer ein bisschen tricky, das zu verteidigen. Wo denn? Bei deinen Eisen. Brauch ich ja nicht. Das stimmt. Bada, da, 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 da. Ich find's zwar schade, dass die Musik ab und zu ausgeht. Ich find die eigentlich gar nicht so schlecht. So, du findest sie wahrscheinlich grauenhaft, wie du alles an diesem Spiel grauenhaft findest, aber ich find die Musik echt voll okay. Ich hab irgendwie gerade Angst. Du bist mir zu ruhig. Wohin gehen wir? Ich bin jetzt echt so ein bisschen panic, Jungs, aber ich will wirklich nicht böse überrascht werden. Oh. Ja, hey, ist ganz schön warm bei den Kühen. Ich weiß auch nicht. Die werden auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall eine heiße Angelegenheit, die Kühe da. Zack. Es werden Kühe sagen sich, Guys, help me! Ah, das... Hey, der löscht das sogar. Ah, das funktioniert sogar, das hätte ich gar nicht gedacht. Wenn nicht gedacht, dass das reicht, das einfach so auszumachen. Das hier verkaufen, das hier, dann verkaufen wir das hier. Wir verkaufen quasi unsere Seele, Leute. Es gibt nichts, was wir nicht verkaufen würden. Das ist die Kurzfassung. Euer Gnaden. Das Volk liebt mich. Wenigstens einer liebt mich. Möglich, ja. Wir werden überfallen, Amrukum. Das ist die 7, ne? Achso, ihr seid also berittene Bogenschützen und denkt euch, ja, bewegen. Heute eher nein. Dafür hast du auch die Kühe genommen, ne? Was für Dinge? Für die Armbrustschützen hast du auch die Kühe genommen. Ich hab keine Ahnung, was ich mache. Ich hab absolut keine Ahnung, was ich mache. Weiß auch nicht, was ich hier mit denen vorhatte.
Das müsste eigentlich funktionieren. Könnten wir mal gucken, ob wir es vielleicht irgendwann aufgeht. Das Tor zur Hölle sich irgendwann öffnet. So, normalerweise könnte man halt jetzt versuchen, einfach alles noch zu übernehmen. Was quasi noch nicht besetzt ist. Also Eisen und so. Uff. Sind nie. Alter, wie langsam können denn Units sein? Ja, Johnny, ich glaube, du spielst ja gegen einen mittleren Bot. Ja, ist, ne, die... Aber wenn sowas einmal am Fackeln ist, dann ist er doch scheiße, ne? Halt, Alter, dein Gärtner steht einfach auf dem Tor und guckt zu. Ziemlich kranker Gärtner. Na. Ja, Johnny, ich glaube, das ist schon wieder, also... Also noch ist, würde ich es nicht so weit sehen, aber ja. Ja, du. Ja. Ja, ich glaube auch, da kommt er nicht mehr raus. Ich bin der zweitgrößte Herrscher, ich denke, damit bin ich zufrieden. Ja gut, manchmal muss man sich auch mit Platz 2 zufrieden geben, ne? Ja gut, ich denke, das ist das 2:1. Nicht ganz so episch. Oh, ah nein. Du Bauer. Ja, das war doch cool. Oder extra erstmal. Ja, morgen kommt dann das Spiel, was Maxim tippt, und ich tippe, er pickt Warcraft 3. Ja, das können wir klar machen.